Okay, es geht weiter. Okay, kurz mal mit Axel reden. Was ist los mit ihm? Okay, einfach mal ignorieren. Wie du willst. Wie du willst. Ach ja. Ich habe das jetzt kurz reingemacht. Sportsfreund wollte ich dir kurz nur zeigen. Und Berichte habe ich schon vorgelesen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe Schirn im Schloss des Feinds gesucht. Kann mich aber an nichts erinnern. Axel meinte, ich sei zusammengebrochen, als ich dort ankam. Ich erwachte in Twilighton und unglaublicherweise war Schirn auch dort. Aber sie war nicht allein. Ihr Begleiter trug eine Organisationsmatte, aber er ist keiner von uns. Wer ist er? Ja, man weiß es. Also, meine Zuschauer wissen es und ich weiß es schon längst. Vom Anfang dieses Spiels schon. Schmieden. Was kann ich denn schmieden alles? Schnellerholung. Das habe ich nicht. Dann hole ich mir das doch mal. Okay. Ultima. Okay, Mithril brauche ich zwei dafür. Deine Waffe wird Ultima war. Okay. Und Pandora irgendwas. Pandora klingt für mich irgendwie besser. Aber es kostet 19.500. Naja, sehen wir mal. Okay, kleine Konversation. Schirn hat uns verraten. Was? Nein. Du hast die Kreatur zusammen mit diesem Hochstapler gesehen. Was brauchst du noch für Beweise? Das ist kein Beweis. Wer weiß schon, warum sie bei ihm war? Zuhälter vielleicht? Okay. Ich glaube, wir alle wissen, warum du willst. Alle wissen, warum. Aber du willst es nicht wahrhaben. Vielleicht hat er sie gezwungen. Ach, erspar mir deine widerwärtige Gefühlsduselei. Das ist keine Gefühlsduselei. Was ist so schlimm daran, jemanden im Zweifel für unschuldig zu halten? Er hat vielleicht Phoenix Wright gespielt. Ace Eternity. Ach, das werde ich auch demnächst auch spielen. Der Hochstapler ist in Twilighton aufgetaucht. Vernichte ihn, Roxas. Wie du es gestern schon hättest tun sollen. Oh. Axel, bring Schion zurück. Und zwar gefesselt und geknebelt. Ist klar, was für Spielchen du mit dir ab... Ach, egal, so ein Perversling ist der. Falls es so schwierig sein sollte, greife ruhig zusammen mit permanenteren Maßnahmen. Oh, was? Sykes, nein! Los jetzt. Er hat auch wohl keinen Bock drauf. Ziemlich ekelhaft, hm? Ja, seine Sexvorstellungen. Du wirst diesen Befehlen doch nicht etwa befolgen. Entspann dich, ich habe schon was im Kopf für den Fall, dass ich sie finde. Kümmer du dich um dich, hm? Der Kerl im Mantel wird sicher nicht kampflos ergeben. Ich weiß. Besiege den Hochstapler in Twilighton. Ja, aufgetaucht. Und es kann beginnen. Okay, nur ein Abzeichen und drei Schatzungen gibt es. Phoenix Wright zu spielen ist geil. Ich glaube, das werde ich auch machen. Es gibt ja bald ein Spiel, Professor Layton vs. Phoenix Wright. Für 3DS. Klingt ja auch schon geil. Deswegen werde ich das auch vielleicht spielen. Also, Phoenix Wright vs. Ace Eternity. Vielleicht das war, nicht vs. Ace Eternity, bin behindert. Ich meine, Professor Layton vs. Ace Eternity. Versus Phoenix Wright. Aber erstmal. Ach, ich muss mal klarkommen hier. Was ich sagen wollte ist. Weil ich ja. Weil. Okay, es reicht. Weil ich ja Professor Layton alle Teile spiele, werde ich auch Phoenix Wright alle Teile spielen. Also die drei Teile, die es da gibt. Und dann kann ich sagen, dass ich das gespielt habe. Das Spiel ist auch schwer. Muss man echt sagen. Wegen, man muss schlussfolgern. Nicht wie bei den Rätseln. Ach, muss ich die besiegen? Ich habe so keinen Bock auf die. Okay, danke schön. Darauf habe ich gewartet.
wie langsam das jetzt vorangeht. Boah, Leute, es tut mir leid. Achso, das ist ein Item. Ich dachte, das ist was anderes. Und so. Komm, ein bisschen angreifen, dann werdet ihr schon sehen, was passiert. Ich habe so keinen Bock auf diese Schattenlurche. Der letzte von denen, jetzt ist, glaube ich, wieder flüssiger. Es liegt echt nur daran, dass es so viele Herzlose sind. Für den Hochstapler, okay. Da gibt es keine Truhen mehr, oder? Okay. Also, Phoenix Wright, Ace Attorney, der erste Teil und Justice for All und Trials and Tribulation, oder wie das heißt, werde ich auch spielen. Ich habe die auch schon heute hoch, runtergeladen. Ich weiß, dass das Shion war, die ich gestern gesehen habe. Aber wer war der Kerl bei ihr? Wie zum Teufel willst du wissen, dass der Kerl war? Warum hat sie nicht versucht, ihn loszuwerden? Hey? Okay. Warte! Okay. Ich weiß, wo sie ist. Bei mir sind momentan die Herzlosen ja egal. Ich will eher die Schatzen hier haben. Aber die verlangsamen das Spiel hier extremst. Oh! Dann habe ich das Abzeichen hier schon gefunden. Gut. Komponente D. Uns mal in der Gegend hier um. Ich wusste, dass der letzte hier ist. Okay. Aber jetzt müssen sie suchen gehen. Sind wir noch hinter mir? Hallo? Entscheid dir mal, wo du hingehen willst. Ich will euch nicht anvisieren, wie die hier anvisieren. Ich weiß gar nicht, ob ich sie angreifen soll. Der nicht explodiert, egal. Entscheid dich mal, ich schwör auf alles. Ja, wo heißt? Komm. Explodier mal, hier. Komm, hör auf. Zu langsam. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock mehr auf euch. Verdammte Mistgeburten. Verarscht du mich jetzt irgendwie oder was? Es kommt mir echt so vor, ob sie mich irgendwie verarschen würde.
kann gut ausweichen, das merkt man voll. Geh endlich mal dahin, wo du hingehen solltest. Nicht dahin. Ich hab sie doch getroffen, das hat man doch gerade gesehen. Ich will den ja besiegen. Okay, schon wieder. So. Ich laufe nicht so obeinig, Flo. Sie laufen echt so obeinig, so ob sie fett wäre. Ey, langsam fühle ich mich hier richtig verarscht. Was muss ich machen? Soll ich alle Herzlose für dich töten oder was ist los? Ach komm, ich habe da eine andere Idee. Ja, bleib in der Ecke da hinten. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Wenn das Spiel von mir das verlangt, dann werde ich das auch erledigen. Ich glaube jetzt irgendwie auch schon, dass... Ich glaube auch, dass das Spiel irgendwie von mir verlangt, dass ich alle hier töte. Wenn das so ist, dann werde ich das auch erledigen. Warum nicht? Das sind so kleine Fische für mich. Hm, hätte es wohl nicht gedacht, dass ich dich noch, bevor du das einsetzt, noch töte. Wo kommst du denn eigentlich? Okay. Was machst du da hinten, du dummes Stück? Jetzt wegen einem Gebäude oder so. Sie vergeudet so meine Zeit hier. Und was machst du jetzt? Du willst mich doch verarschen. Ah, jetzt geht's weiter mit der Story. Jetzt geht's los. Shion. Where have you been? Axel and I have been looking all over for you. You have? Sorry. Let's go home. If you come back voluntarily, Sykes will let all this drop. He has to. I don't care what he said to you. I'll be there. Me and Axel will make sure... I really can't. Why not? Come on! Wait!
Well, hello there, Shion. Axel? No, wait! Stop! Shion! Fällt irgendwie dazu jetzt nicht ein. Axel! Oh, hey Roxas. Wo ist sie? In Sicherheit. Wie konntest du das nur antun? Wie angetan? Du hättest keine Gewalt anwenden. Was für eine Gewalt? Hast du nur einen Nacken? Irgendwas gegeben. Ach nein? Nein, natürlich nicht. Wir sind doch beste Freunde. Hier geht's nicht um Freundschaft. Hier geht's um die Arbeit. Die Freundschaft wird langsam kaputt hier. Wenn es so ist, gehe ich besser. Wenn das alles ist? Ja. Das ist Kacke. Tag 299. Sora. You're sure things are better this way? I never expected you to question it. If you could save one of them, why would you choose the puppet? Or put it this way. Which would you rather suffer the loss of? Some make-believe friendship? Or a real one? Things are finally right again. Of course we're better off this way. Xemnas is exasperated from all the fixing we've had to do. We have to set things right. There's simply too much on the line, Lee. Shion, woher soll ich wissen, wo sie ist? Lee ist der wahre Name von Axel. Ich wollte nur kurz anmerken. Spricht er jeden an oder was? Hast du Shion gesehen? Ich wusste gar nicht, dass sie wieder da ist. Du hast sie also auch nicht gesehen? Wusste gar nicht, dass sie wieder da ist, sagen, ja. Irgendwie kümmert sich keiner um dieses Shion da. Weiß irgendjemand, was mit dir passiert ist? Xemnas bestimmt. Vielleicht weiß er es. Der Oberboss von allen. Ich muss dich etwas fragen. Und was bitte? Ich will mir wissen, ist er jeden verfickten Tag da und sitzt da nur oder wie? Was ist mit Shion passiert? Kannst du mir das sagen? Keine Angst, Shion ist ein wertvolles Mitglied unserer Organisation. Aber sie braucht eine Pause. Sie muss eine Pause machen. Sora. Sora.
Wer ist Sora? Er ist die Verbindung. Die was? Er macht dich zu einem Teil von Shions Leben und umgekehrt. Genau wie er der Grund dafür ist, dass ich Shion zu uns geholt habe. Und wenn sie das bleiben soll, wenn das so bleiben soll, musst du dich von diesen sinnlosen Ablenkungen lösen. Shion wird ab morgen ihre Aufgaben wieder wahrnehmen und du wirst dich jetzt auf deine Mission konzentrieren. Okay. Hey Roxas. Machst du jetzt einfach... Ach, jetzt zeigt er die kalte Schulter oder wie? Ja, mir zeigt er das auch. Axel, was machst du jetzt? Ach, alle sind gegen ihn. Naja. Sich um etwas Unbedeutendes solche Sorgen zu machen, ich kann Sam das nicht verstehen. Okay. Hallo? Handelst du deine Ausrüstung auch ständig kleiner? Es wird allmählich Zeit, dass du eine richtige Waffe führst. Komm zu mir, sobald du eine Waffe mit 4 oder mehr installiert. Ja, hab ich schon. Das ist meine Waffe. Ich schätze, du kriegst ähnlich die Kurve hier. Ich habe schon befürchtet, dass du würdest, ein gewisser jemand zurück ist, aber es geht. Gold. Yay, wir haben Gold. Stück Gold bekommen. Warum nicht? Kann man da immer gebrauchen. Ich weiß es nicht. Axel hat Shion angegriffen. Es hätte eine andere Möglichkeit geben müssen. Ich weiß, dass sie seltsam verhält, aber Axel erkenne ich im Moment auch kaum wieder. Was geht in den beiden vor? Ich fühle mich so außen vor gelassen. Ja, am Ende wirst du herausfinden, warum. Am Ende wirst du raus, wenn du denkst nur, what the fuck? Wenn die Zeit zum Trübsalblasen hast, hast du auch Zeit zum Arbeiten. Konzentrier dich, Roxas. Du musst arbeiten. Vernichte die Schattenflecke. Himmelland wurde von Schattenflecken überrannt. Sie werden momentan als harmlos angesehen, aber ja, das kennen wir schon. Gleiter, ja, okay. Ich muss wohl langsam einen Cut machen, habe ich gerade so gemerkt. Okay, ein kleiner Cut. Okay, weiter geht's. Es gibt zwei Schatztruhen hier. Ein paar Herzlose. Die ich schnell getötet habe. Okay, wir holen erstmal die Schatztruhen, die ich schnell in Sicht sehe. Ich muss wieder klarkommen mit Fliegen hier. Achso, so. Mit Steuerkreuz ist es besser zu fliegen. Kurz ist echt besser. Dich wollte ich eigentlich nicht hier sehen, aber wenn du schon da bist, Wellenberg. Ich scheiß auf dich. Ehrlich gesagt, ich scheiß wirklich auf dich. Ich muss mich eher auf andere Sachen hier konzentrieren, eher auf die Flecken. Es ist noch die Kampfmusik da. Da ist nicht, weil ich ihn einmal ausgelöst habe, es ist ständig da. Ja,
Ja, er ist jetzt ständig da. Okay. Ja, die Arschkarte. So, aber ich weiß nicht, wo die Schattenblicke hier sind, hallo? Das hasse ich am Fliegen. Nicht an. Ach so, ich dachte schon noch an Wellenberg. Wieso gibt es so viele von euch hier? Das war knapp. Okay, aber wo sind die Schattenblöcke, verdammt? Die sind noch nicht so gut versteckt hier. Das kann auch nicht sein. Ich hab's immer zwei entdeckt. Was ist denn? Die Pokémon-Attacke? Wie heißt sie wieder? Eisstrahlen? Nein. Wie heißt die Attacke? Ich habe lange kein Pokémon geguckt. Ich weiß nichts mehr von den Attacken so. Ja, hat's wohl gedacht, dass du jetzt mich wieder triffst. Jetzt hast du wieder kurz den Prozess. So, weg mit dir. Okay, ich lasse es einfach mal kurz. Kritischen Modus. Vielleicht treffe ich ja noch ein Wellenberg hier. Ganz zufällig. Vielleicht hier einer. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe gerade einen... ...einen Fleck gesehen. Lecko mio, verdammte Scheiße. Genau sein Flügel getroffen. So muss das sein. So, schön dahin gehen. Okay. Aber wo sind die anderen? Ja, ich weiß, dass ich nicht darüber fliegen darf. Müssen doch welche noch sein, hallo?
Wieso gibt es so viele von euch, Mann? Okay, aber jetzt muss ich suchen. Wir sind hier wirklich so in den Seiten hier versteckt. Kann ja sein. Da muss ich jetzt alles hier offscreen suchen. Hallo? Wo könnt ihr sein, hallo? Bin ich irgendwie blind oder finde ich irgendwie gar keine? Ich glaube, ich bin etwas blind. Solche fetten Flecken muss man doch irgendwo hier sehen. Hier ist nichts. Ich habe jetzt auch keinen Bock offscreen alles zu suchen, hallo? Oder muss ich extra dafür jetzt nachgucken, wo die ganzen verfickten Flecken sind? Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, irgendwie keinen Bock, die jetzt alles zu suchen. Okay, wartet kurz.